Fatmanzai, liebe Freunde von Alpha Hunters, Alpha Shooters. Jetzt geht es um das Thema Picatinny-Schiene, wie man sehen kann. Und beim Thema Picatinny-Schiene kommt logischerweise das Thema Recknagel sofort ins Spiel, denn ihr seid die Ersten gewesen, mit einer der ersten Firmen gewesen in Deutschland, die das Thema Picatinny eigentlich im Markt etabliert haben. Und ihr habt, glaube ich, über 100 verschiedene Picatinny-Schienen im Angebot für alle möglichen Topfmodelle. Wir haben weit über 100 Schienen im Angebot, vom Rohling bis hin zur Speziallösung für die unterschiedlichsten Marken, für die unterschiedlichsten Hülsen, Brücken und Systemen. Frau Recknagel hat vor über 10 Jahren einfach damals schon das Potenzial der Picatinny-Schiene vorausgesehen oder sagen wir mal der Picatinny-Montage-Methode. Und heute ist ja Picatinny gar nicht mehr wegzudenken und werden wir ja auch in den nächsten Jahren noch verstärkt sehen. Wir merken ja heute schon, viele der großen Marken bringen ihre neuen Systeme jetzt Picatinny vorgefertigt raus. Und wir bieten eben sowohl für Weber als auch für Picatinny die verschiedensten Lösungen. Um jetzt hier mal eins zu nehmen, das ist jetzt für eine Remington 700 eine lange Schiene, die mir eben die Möglichkeit bietet, wirklich alle möglichen Anbauteile dran zu machen. Sowohl vom Ziefernrohr als auch über Rotpunktvisier, Rotpunktvisier und Ziefernrohr, aber auch für viele sicher interessant, Vorsatzgeräte. Der Trend wird ganz sicher auch dorthin gehen, dass man mehr und mehr Anbauteile vor oder hinter das Ziefernrohr auch mit Picatinny befestigen kann. Beziehungsweise, dass man eben, wir haben es vorhin schon mal kurz geschaut, ein Ziefernrohr und oder ein Rotpunktvisier gleichzeitig in der Picatinny-Schiene hat. Und dafür braucht es dann eben auch so ein bisschen mehr Platz einfach. Und das ist zum Beispiel eine der möglichen Sonderlösungen. Und ihr habt was Neues, und zwar für die Vergara BA13, richtig? Genau. Wir haben für die BA13 ganz neu eine Picatinny-Schiene. Ich bin ja privat ein großer BA13-Fan. Es gibt, also da muss ich mal kurz zwischenhalten, ich bin auch ein großer Fan davon. Und wenn man sich das, oder wenn man draußen ein bisschen rumkommt, die BA13, um nochmal einen kleinen Schwenker zu machen, die ist gut, die ist günstig, die kriegst du nicht kaputt und die hat eben viele Fans, richtig? Ist einfach so. Ist eine sehr sichere Waffe, ist eine sehr kurze Waffe, ist eine Budget-Waffe, muss man ganz klar sagen. Aber im Englischen sagt man immer, you get a lot of bang for your bucks. Ja, und jetzt habt ihr diese Schiene auch aus diesem Grund, weil es eine Budget-Waffe ist? Oder? Wir haben einfach immer wieder das Feedback bekommen, dass es eine tolle Waffe ist, aber es bei der Montage Schwierigkeiten gibt. Okay. Und das hat, und ehrlicherweise habe ich leider dieselbe Erfahrung gemacht, dass es damals bei mir die Schrauben abgeschert hat und die Schiene und das Ziefernrohr zwar fest verbunden war, aber da ein Spiel drin war. Ja. Und ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass ich die Schiene so ein bisschen ausgeschlagen hat. Und mehrere Büchsenmacher, die Originalschiene und mehrere Büchsenmacher haben dann gesagt, Mensch, wäre es nicht möglich, dass ihr da mal was macht? Und da habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Ihr rennt da bei mir offene Türen ein. Das brauche ich ja auch für meinen privaten Bedarf. Das ist zwar ein kleiner, aber ein sehr wichtiger Bedarf. Zumindest schätze ich den so ein. Ja. Und daraufhin haben wir diese Schiene entwickelt. Und die Schiene hat 16 Zähne. Wir haben sie also deutlich verlängert zu den normalen Schienen. Wir haben sie hier vorne nochmal ein ganzes Stück länger gemacht, was unter anderem den Vorteil hat, dass man auf einer Budget-Waffe jetzt nicht unbedingt immer mit den teuersten Lösungen arbeitet, was Optik, was Vorsatzgerät oder sonst was angeht, sondern dass ich halt für diejenigen, die noch nicht Wärmebild, sondern vielleicht doch immer noch Nachtsicht verwenden, ich auch die Möglichkeit habe, mein Ziefernrohr weiter vorzusetzen, was ich mit über 1,80 sowieso brauche, weil die Vergara jetzt nicht unbedingt für große Menschen ausgelegt ist. Das heißt, ich schätze ein bisschen mehr Augenabstand sehr. Und man hat jetzt durch die verlängerte Schiene aber die Möglichkeit, sich hinten doch auch nochmal ein Nachtsichtgerät wie zum Beispiel das Part dran zu machen, was ich persönlich finde, zu der Waffe sehr, sehr gut passt. Und auch wenn ich die Waffe eben im Liegen schieße mit einem größeren Kaliber, ich mir aber nicht Sorgen machen muss, dass das Ziefernrohr zu schnell bei mir irgendwo landet. Und dann sehen wir hier noch eine weitere Picatinny-Schiene. Die ist ein bisschen schwerer und ein bisschen länger. Genau. Für wen ist die? Genau, grundsätzlich unterscheiden wir unsere Picatinny-Schienen. Es gibt die normal und es gibt sie mit Vorneigung. Das kann man hier sehen. Die hat jetzt zum Beispiel 20 MOA Vorneigung. Und es gibt die Picatinny-Schienen aus Aluminium oder aus Stahl.
Das ist jetzt eine Stahlschiene für diejenigen, die es mögen. Das ist dann so ultra robust. Das ist für ganz große Belastungen. Für alles, was aber so normal ist, langen die Picatinny-Schienen aus Aluminium vollkommen aus. Trotzdem, die zwei großen Unterschiede, die wir bei uns im System haben, ist entweder Aluminium oder Stahl. Entweder ohne Vorneigung oder mit 20 MOA Vorneigung, um mir einfach nochmal so ein bisschen mehr Reichweite auch aus der Schiene schon rausholen zu können. Also das hat man ja in einem anderen Video schon mal kurz erwähnt. Also wenn das Zielfernrohr dann halt einfach irgendwann an seine Grenzen, Verstellgrenzen stößt, dann habe ich halt einfach hier mit 20 MOA noch die Möglichkeit, noch ein bisschen nachzukorrigieren. Und das sieht man auch, glaube ich, hier. Ne? Also ich weiß, das kann ich ja vielleicht nachher nochmal ein bisschen dichter reinhalten. Also das hier hinten, dieser, ich sag's jetzt mal, Propfen ist vielleicht nicht das richtige Fachwort, aber der ist ein bisschen höher als dieser hier. Und so dadurch kommt die, kriege ich eine gewisse Vorneigung, die Neigung hin. Ne? Genau. Ja. Und bei dieser langen jetzt für die 700er von Remington, die wirkt jetzt sehr leicht. Die ist auch aus Aluminium? Die ist aus Aluminium. Die haben wir auch extra natürlich leicht gemacht. Und was vor allem wichtig ist, wir haben sie an der Seite nochmal hier durch diese Blenden versteift, weil wir festgestellt haben, wenn ich einfach nur eine gerade Schiene habe, ohne diese Verstärkungen, dann wirkt die irgendwann wie ein Sprungbrett im Schwimmbad. Die Schiene fängt an, sich durchzubiegen und wenn ich hier vorne Gerätschaften drauf habe und hinten eben noch ein sehr teures Zifernrohr, dann möchte ich nicht, dass da Schwingungen existieren und entstehen. Also haben wir sie an den Seiten extra verstärkt und trotzdem die Leichtigkeit erhalten, sodass ich eine ultra stabile Schiene habe für alle möglichen Anbauteile und die teure Optik, die daran befestigt wird, aber nicht gefährdet wird. Okay. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, denn es gibt ja über, wir haben, glaube ich, bei 107 oder so haben wir aufgehört zu zählen. Also es gibt weit über 100 unterschiedliche Picatinny-Schienen hier von der Firma Recknagel. Für alle möglichen Sonderlösungen. Wir haben Spacer, um sie zu erhöhen. Wir haben die Möglichkeit, von der Schwenkmontage auf Picatinny umzuwandeln. Also da sind wirklich der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Und wir versuchen da auch, den verschiedenen Bedürfnissen nachzukommen. Ich weiß, die sind alle im Katalog aufgeführt, aber sind die auch online verfügbar, dass ich mir die alle online angucken kann? Die kann ich mir selbstverständlich auf der Website anschauen, beziehungsweise all unsere Kataloge sind auch auf der Website abrufbar. Okay, also schaut da einfach mal vorbei oder lest euch den Artikel zu unserem kleinen Video hier bei Olfa Hunters, Olfa Shooters durch und lasst natürlich auch gerne ein Like und einen Kommentar da und ihr könnt natürlich auch gerne wieder die Kommentarleiste bearbeiten. Und auch natürlich bei euren Social-Media-Accounts bei der Firma Recknagel, da könnt ihr auch mal vorbeischauen und da findet ihr sicherlich noch ein paar weitere Informationen zu der großen Auswahl an unterschiedlichen Picatinny-Schienen. Und allen möglichen Neuerungen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten sicher auch noch vorstellen werden.